Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Resi 2. Farbbänder abzulegen war im letzten Part natürlich vollkommen sinnlos, aber naja. Nur kurz überlegen. Ich glaube, so rumzurennen ist dann das Beste, ne? Müsste eigentlich. Erst wieder kurz zurechtfinden, wo bin ich, was will ich, was ist zu tun. Obwohl das ja erst einen Tag her ist, dass ich aufgenommen habe, aber egal. Oh, die Krähen sind ganz, ganz ruhig geblieben. Und Mr. X war auch nicht mehr zu hören oder zu sehen. Wo ich aber auch sehr froh drüber bin. Wie gesagt, im Remake ist das richtig arschig und beschissen, dass der da schon im A-Run auftaucht und einen wirklich auf Schritt und Tritt verfolgt. Man hat wirklich eigentlich keine ruhige Minute. Es gibt nur ein paar wenige Räume, in die er nicht rein kann, und das war's dann. Aber ansonsten, alter Schwede. Nervig ohne Ende. Am Anfang hatte ich noch Schiss vor ihm und dann irgendwann war er einfach nur noch lästig und nervig. Wow! Wo kommst du denn her? Oh! Lauf wieder so ein Zombie in die Arme. Oh! Hi! Du lebst vor allem noch, ey. Alter, ist das gerade scheiße hier. Aber okay, ich habe ein paar Granaten zur Not dabei. Das ist gut. Ja, wo denn? Ich sehe hier auch nichts, ne? Ich sammle dann schon mal die Kräuterchen ein, aber sie guckt schon so zur Seite. Das könnte schon das Zeichen dafür sein, dass jetzt der nächste Zombie auftaucht. Ich weiß es nur nicht sicher. Okay, die Zombies sind doch wirklich weiter weg. Hi! Okay, aber hier ist immer noch irgendwo einer. Aber hier habe ich gerade eine gute Sicht auf jeden Fall. Deswegen sollte ich kurz stehen bleiben und warten. Ja, komm schon. Komm schon, hier ist eine leckere Claire. Die wackelt hier mit ihren Beinen hin und her. Geht doch. Hallo. Na? Ja, du bist unausgeschlafen. Hast kein Cappuccino mehr gekriegt. Ne, ich weiß, ist scheiße. Und da war es dann auch schon ruhig. Ah! Oh, du Arsch. Oh, ich hasse das so sehr, wenn die sich totstellen und es noch gar nicht sind. Das ist so arschig, ungelogen. Meine Fresse. Danke. Aber Alter, nee. Oh, das regt mich ohne Ende auf, ungelogen. So, Hunde. Keine Hunde? Aber Licker höre ich auch nicht. Zombies? Irgendwas? Oder ist hier jetzt einfach nur leer? Okay, es sind Zombies. Ihr wart so ruhig vorher. Kennt man gar nicht von euch. Könntet ihr bitte nicht ganz so schnell sein? Wow. Aber okay, sonst hätte er mich wohl auch schon gegrabt. Da hinten hinter der Ecke, da lauerst du, du Gauner. Komm mal her hier. Guck mal. Du bist echt schon tot? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht von dir. Ich wusste doch, dass hier noch irgendwas rumkeucht und fleucht. Aber du blutest wenigstens brav aus.
Kann ich das eigentlich auch schon direkt verbinden? Oh ja, ich kann alle reinladen. Unlogisch, aber bin ich mit einverstanden. Ich gehe mal hier erstmal rein. Holla, die Waldfee. Oh, noch ein Kraut, schön. Meine Plantage wächst wieder, hurra. Dann kann ich aber wirklich eben auch ein Vollheilmittel zusammenmixen. Ja, möchte ich. Ich kann es immer wieder sagen, es geht so schön schnell, ich freue mich. Und die Kräuter sehen auch besser aus, ja, wenn sie jetzt gemixt sind, dann wird nicht so ein dickes grünes Häufchen. Das klingt auch irgendwie komisch, aber naja. Ja, ich weiß. Hoch. Runter. Hoch. Runter. Und wieder hoch. Es ist so simpel. Ich meine, das ist doch generell eigentlich eine der ersten paar Kombinationen, die man ausprobiert, oder? Hoch, runter, hoch, runter. Weil das ist so, keine Ahnung. Also nach dem Motto, ach, vielleicht klappt's ja. Und dann klappt das dann wirklich immer so von wegen, ach, easy. Und das ändert sich wirklich halt nie. Egal, wie rum man das spielt, ob jetzt Claire A oder Leon B oder auch, ob das jetzt überhaupt ein A- oder B-Run ist, ist scheißegal. Ach, warte mal, ich könnte ja zuerst in die Garage, weil da muss ich ja ansonsten gar nicht hin. Was fällt dir ein zu leben? Was fällt dir ein zu leben? Wie kannst du es wagen? Ja. Auch ein Spruch, den man nicht allzu häufig hört oder sagt. Genau, weil mit ihr kommen wir ja hier gar nicht großartig weiter. Aber wir können das Kräuterchen noch mitnehmen und Heilung ist ja nie verkehrt. Gerade wenn ich an die Bosskämpfe denke. Lauf, Claire, lauf! Ich hatte das Gefühl, jetzt gerade schon so ein bisschen heiser zu sein, obwohl das keinen Sinn macht. Ich habe heute gar nicht mehr so viel geredet. Ich habe direkt nach dem Aufstehen halt ein bisschen gesungen, was natürlich nicht gerade so vorteilhaft ist für die Stimme, aber ansonsten... Wenn man halt coole Mucke hört zum Wachwerden und die Texte kennt, dann singt man halt mit, ne? Das ist ja normal. Ich habe mir auch heute mal den zweiten Part von Tomb Raider Resident Evil da kontrollhalber angeguckt und ich dachte auch nur so von wegen, boah, bin ich dumm gewesen. Das war ja echt schlimm. Na, Hundi, kommst du hierher, oder? Aber ich glaube, der kommt hier gar nicht her, oder? Nee, sie guckt nicht mal zur Seite, also von daher... Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, ich irre mich jetzt auch nicht, dass ich jetzt in den Rhein laufe. Aber nee, der ist jetzt hier echt nicht zu sehen. Hätte ich nicht lange warten können, aber der ist hier halt schon so laut. Der Gullideckel ist auf, ein Leiter führt hinab. Gehen Sie runter, ja. Mach das doch nicht mit mir. Der Zaun ist kaputt. Zu klein für einen Erwachsenen. Wohlgemerkt für einen Erwachsenen. Ich überlege, ob ich speichern soll. Wäre vielleicht nicht die verkehrteste Option. Ich meine, ich bin hier eigentlich nie gestorben, aber trotzdem. Sicher ist sicher. Denn jetzt kommt wieder eine kleine Freundin. Sherry, I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go.
I won't. What's the matter? Don't you trust me? It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wait, Sherry. Don't go alone. Sherry! Sherry! Tja, und jetzt spielen wir Sherry eine Runde. Und mit ihr können wir natürlich so gut wie nichts machen. Wir haben hier ein süßes Foto. Das kann man sich mal angucken. Von ihren Eltern. Ein Foto von Sherry und ihren Eltern. Genau, da steht es ja auch nochmal. Süß. Aber mit ihr können wir halt ansonsten wirklich nichts machen, ne? Ach, die sind hier Zombies. Ich glaube, an denen ist es schwerer vorbeizukommen als an den Hunden, habe ich im Gefühl. Ich sehe nichts. Sherry, lauf! Nein! Ich sag ja, ich krieg das hier nicht hin. Ist ja schlimm. Wow. Voll die Zombie-Parade hier, ey. Ekelhaft, ekelhaft. Dann renne ich halt erstmal hier hin, weil hier müsste ja eventuell dann auch noch was rumliegen. Genau. Süß, wie sie sich hinhockt. Oh toll, Granaten, damit kann ich die Zombies verprügeln. Aber ich frage mich auch, was sie ausrichten will, ne? So von wegen, ja, mein Vater wurde von Monstern angegriffen, ich muss ihm helfen. Ja, womit denn? Mit deinen kleinen süßen Kinderfäusten? Du kannst nichts tun, Sherry. Ih, seid ihr eklig. Aber es ist ja gut, dass sie nur rumkotzen und dann einen nicht direkt anknabbern wollen. So ist dann doch ein bisschen leichter, wenigstens an ihnen vorbeizukommen. Oh, guck mal, eine Karte. Da kann ich drauf rummalen mit Wachsmalstiften. Yay! Und jetzt springe ich mal hier runter. Hui! Und jetzt hier. Oh, es ist hoch. Oh! Wieso falle ich jedes Mal hin? Oh! Okay. Hüpf. Ja, während die Erwachsenen da halt das so ganz lässig mit der Schulter machen können und nur mit einer Hand dementsprechend, ne, muss Sherry halt natürlich beide Hände benutzen. Weil sie halt noch so klein ist. Kinderarbeit! Die Kisten sind garantiert leer, weil sonst könnte sie sie nicht bewegen. Gehe ich mal stark von aus. Ich meine, wie alt ist Sherry hier? 8? Oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie alt sie hier ist, aber nicht sehr alt. Ich finde es aber toll, dass sie jetzt gerade immer direkt hochklettert. Ah, ja, man muss es nur sagen und schon braucht sie doch einen Ticken länger. Weil Sherry hat nur zwei Arten, irgendwo hochzuklettern. Langsam und extrem langsam. Aber es ist jetzt öfters wenigstens nur das Langsame gewesen. Das ist schön. Sherry, Sherry, Lady. La-da-da-da-da-da. Ach ja. Andi hat ja auch damals immer Sherry, Sherry Lady gesungen. Ah, der Kreuzschlüssel, wie schön. Hat dann auch so gesagt, so von wegen, oh, gleich habe ich 10 Abonnenten weniger. So, boah, ist der eklig. Dabei ist Sherry, Sherry Lady gar nicht so das schlimme Lied. Also es gibt tausendmal schlimmere Lieder. Ich will jetzt mal kein spezielles hier nennen. Vielleicht kriege ich ja dann einen Strike oder sowas. Obwohl, andererseits bei den Worten, die ich hier schon teilweise benutzt habe, Hilfe. Muss das nicht unbedingt sein, aber naja. Es gibt halt wirklich Lieder, die vom Titel her schon so speziell sind, sag ich mal, und die auch vom Text her nichts Besonderes zu bieten haben.
Da gab es echt eins, da bin ich fast vom Glauben abgefallen gefühlt. Claire! Are you there? Sherry, are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here! Here's another! Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. Claire! I can't reach the ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back! Sherry! Sherry! Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Okay. Tja, so viel dazu. Die Kleine kann angeblich auf sich selbst aufpassen. Glaube ich hier noch nicht so ganz. Ah, scheiße, das kann ich hier gar nichts mehr mitnehmen. Egal. Gehe ich mir eben kurz zur Kiste und dann passt das schon wieder. Aber yay, seht ihr mal, Waschspeichern gar nicht nötig, aber es war ja teilweise schon gefühlt ein bisschen eng. Deswegen ist schon ganz okay, dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und so vom Gefühl her könnte ich das Ventil ja gleich da lassen, mit mir nehmen, ne? Ich weiß es halt nicht. Ist halt ein bisschen schwierig, ne? Ich weiß auch nicht, so von wegen, soll ich Säure vielleicht jetzt aufbewahren oder nicht? Was sind die wirksameren Granaten, ne? Claire, nimmst du bitte diese scheiß Granaten? Claire, danke. Das sind doch nur wenige. Jetzt also, die bunkere ich, glaube ich, erstmal und verwahre die dann für später. Weil die sind sonst auch garantiert immer noch wirksamer gegen die Pflanzen zum Beispiel hinterher, als jetzt die Säuresachen. Und die sind halt dann gegen Licker und so gut. Aber gut, Leute, mit dieser wunderschönen Safe-Room-Mucke verabschiede ich mich dann erstmal für diesen Part von euch. Und wir sehen uns im nächsten Part dann genau hier wieder und machen dann weiter, begeben uns zur Kanalisation und ja, können uns unseres Lebens dort freuen. Also bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao!